herzliches Moin hier auf unserem Homatic IP YouTube-Kanal. Ich darf euch wieder alle begrüßen. Es gibt ein kleines Mediola-Special. Wie ihr bereits wisst, haben wir ja schon mal Mediola in Kombination mit der CCU3 gezeigt. Falls ihr das Video noch nicht kennt, dann einfach kurz in die Infobox reinklicken. Da haben wir es nochmal für euch verlinkt. Heute würden wir euch gerne Mediola in Verbindung mit dem Access Point präsentieren. Ja, wie gehe ich davor? Also zunächst einmal habe ich hier eine Access Point Installation vorbereitet. Ich zeige euch kurz, wie die aussieht. Da könnt ihr das erkennen. Das ist einfach hier die Homatic IP App zusammen mit diversen Geräten und dem Access Point kombiniert. So habe ich hier zum Beispiel eine Schaltsteckdose in der Küche und ihr könnt im Hintergrund erkennen, wie ich diese Steckdose ein- und ausschalte über die App. Nun hat der ein oder andere ja sicherlich den Wunsch, auch mal eine etwas individuellere Fernbedienung zu gestalten. So ein bisschen weg von der Homatic IP App zu einem eigenen Design, vielleicht auch verbinden mit anderen Geräten, die ich noch so im Haus habe, vielleicht Soundsysteme, Kamerasysteme und dergleichen. Und da ist Mediola eine ganz wunderbare Lösung. Und deswegen wollen wir euch die hier nochmal präsentieren. Ja, wie ihr erkennt, habe ich die Mediola Software bereits installiert, genau genommen. Heißt es, der All-in-One Creator Neo, den habe ich installiert. Diese Software gibt es für Mac, aber auch für Windows natürlich. Beides möglich und diese Software läuft dann halt auf eurem PC und innerhalb dieser Software erstellt ihr eure Fernbedienung. Das Geniale ist, dass diese Software es euch erlaubt, die Visualisierung für ein Tablet zu realisieren oder für ein Smartphone, völlig egal. Ihr erstellt eure Fernbedienung, eure Visualisierung am PC und übertragt es später einfach nur noch auf euer Smartphone. Um eine Verknüpfung mit dem Homatic IP Access Point zu ermöglichen, benötigt ihr eine bestimmte Lizenz. Die müsst ihr bei Mediola erwerben. Es handelt sich dabei um die Mediola Cloud Services. Cloud Services bedeutet, ihr könnt Geräte und Gateways einrichten, die über Cloud-Interfaces verfügen und dazu gehört beispielsweise auch unser Homatic IP Access Point. Aber auch andere Hersteller sind in den Cloud-Services enthalten, zeige ich euch gleich noch. Diese Cloud-Services habe ich mir hier als Lizenzcode schon mal freigeschaltet. Ihr seht, die sind gültig bis zum 6.5. Sie haben immer ein Jahr Gültigkeit. Man kann aber auch ein 2-Jahres-Paket bei Mediola dazu erwerben. Schaut da einfach mal auf der Homepage von Mediola. Da kriegt ihr die passenden Infos. Ja, und nachdem ich nun diese Cloud-Services aktiviert habe, kann ich mir eine erste Fernbedienung im All-in-One Creator Neo erzeugen. Dafür klicke ich einfach auf Neue Fernbedienung, wähle einen Fernbedienungsnamen aus, zum Beispiel Holgers iPad könnte das heißen, weil ich mir vielleicht eine eigene Fernbedienung für mein Tablet generieren möchte. Dann wählt ihr einen Hersteller aus, ist es also zum Beispiel ein Apple-Gerät, ist es ein LG-Gerät, ein Samsung-Gerät, egal. Wählt den passenden Hersteller aus, wählt aus, ob es sich um ein Tablet oder um ein Smartphone handelt und dann noch das passende Gerät dazu, zum Beispiel iPad Pro. Über diese Angaben wird eine Bildschirmauflösung festgelegt. Hier ist das zum Beispiel jetzt 1024x768 Pixel. Das bedeutet, wenn euer Gerät hier vielleicht mal nicht auftauchen sollte als Typ, als Gerät, dann schaut einfach beim Hersteller eures Tablets nach, wie denn die Bildschirmauflösung des Gerätes ist und dann könnt ihr die hier auch direkt eingeben. Ja, der Skin beschreibt, wie Icons und Objekte aussehen. Es gibt da verschiedene Designpakete bei Mediola zu erwerben. Creator Neo 2 ist der Standard-Skin, der ist immer mit dabei und den nutzen wir heute auch einfach für unsere Visualisierung. So, nachdem ich die Fernbedienung erstellt habe, dann bitte einfach nur noch auf Öffnen klicken und dann wird hier im All-in-One Creator Neo quasi meine Startseite dargestellt. Das entspricht exakt dem, was ich später auf meinem Tablet sehen würde. Aktuell eine schwarze Seite, wie ihr sehen könnt. Ja, und damit wir jetzt hier auf dieser Seite unsere Objekte darstellen können, nämlich zum Beispiel diese Schaltsteckdose aus meiner Homatic IP App, müssen wir zunächst alle Geräte importieren.
Dafür klickt ihr auf den Gerätemanager hier oben, wählt die Cloud Services aus, sofern ihr mit einem Access Point verknüpfen wollt. Wer eine CCU hat, ja, wir haben da ja schon mal ein schönes Tutorial für euch bereitgestellt, schaut einfach rein. Da müsstet ihr auf Gateways klicken. Hier beim Access Point wählen wir Cloud-Systeme aus, klicken dann auf die hinterlegte E-Mail-Adresse, denn wenn ihr die Cloud-Services bucht, müsst ihr immer eine entsprechende E-Mail-Adresse dazu angeben und können nun eine Kopplung mit Homatic IP realisieren. Und ihr erkennt auch hier bereits, wie viele verschiedene Hersteller in den Mediola Cloud Services bereits enthalten sind. Also das sind alles Hersteller, die mit einem Lizenzcode, mit einer Lizenz, nämlich den Cloud Services, eingebunden werden können. Wir werden jetzt hier heute Homatic IP, unseren Access Point, verknüpfen, also auf mit Konto verknüpfen knicken. Und jetzt müsst ihr Folgendes tun. Ihr benötigt die Seriennummer eures Access Points. Kein Hexenwerk, steht auf der Unterseite drauf. Ich habe es mir leicht gemacht. Ich habe mir schnell ein Foto des Access Points gemacht hier auf meinem Smartphone und kann das jetzt ganz komfortabel einmal eingeben. Es ist die sogenannte SGTIN. Also hier in diesem Fall die 3014 F711, dann folgt A000 03D8 A998 und 954E. Solltet ihr auch noch einen PIN-Code gesetzt haben in eurer Homatic IP App, müsst ihr den hier ebenfalls noch mit angeben. So, kleiner Tipp am Rande. Kopiert euch diese SGTIN einmal in die Zwischenablage, Steuerung C, denn falls ihr da mal einen kleinen Zahlendreher drin habt, braucht ihr die nicht ganz neu eingeben, dann könnt ihr einfach mit Steuerung V die wieder herholen. Dann auf OK klicken und nun erwartet Mediola, dass ich innerhalb von 60 Sekunden einmal die Systemtaste meines Access Points betätige. Da gehe ich jetzt einmal rüber und drücke die Taste. So, und jetzt könnt ihr erkennen, Mediola meldet sich hier schon, der All-in-One Creator Neo meldet sich. Homatic IP successfully connected, das heißt, wir haben eine Verbindung zu unserem Gateway, nämlich zum Homatic IP Access Point. Wir können dieses Fenster schließen. Jetzt wählen wir Geräteimport aus, denn darüber werden alle Geräte, die am Access Point angelernt sind, auch hier in die Mediola-Oberfläche importiert. Es gibt hier für dieses System beispielsweise 4 Räume, die angelegt worden sind. Ich kann euch das hier auch nochmal zeigen, nämlich die Küche, es gibt die Garage, es gibt den Flur und es gibt das Wohnzimmer. Und genau diese Räume werden hier auch nochmal wieder dargestellt. Wir importieren all diese Räume und gehen danach auf das Feld Geräte rüber. Dort sehen wir diese 4 Räume wieder plus einen Homatic IP-Raum. Das sind so Systemfunktionen wie Scharfschalten, Unscharfschalten und dergleichen, die sich darunter wiederfinden. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel in unsere Küche klicke, dort taucht dann meine Schaltsteckdose auf, so wie ich sie hier auch in der App finde, mit der ich das Licht hinter mir ein- und ausschalten kann. Natürlich habt ihr jederzeit auch die Möglichkeit, diese Geräte umzubenennen. Das ändert allerdings nichts in der Homatic IP App, sondern ausschließlich hier im All-in-One Creator Neo. Wir belassen das mal so, wie es derzeit ist. Klicken auf das kleine X hier oben, um den Gerätemanager zu schließen. Und nun können wir bereits Geräte in unsere Oberfläche übertragen. Kleine Empfehlung meinerseits, bevor ihr damit beginnt, baut euch erstmal eine Seitenstruktur auf. Denn wenn ihr das so belasst, dann habt ihr später eine einzige statische Seite auf eurem Tablet und da sind alle eure Geräte drauf. Schöner ist es doch, eine Struktur zu haben. Zum Beispiel aus einer Indexseite heraus zu starten, dann ins Wohnzimmer zu klicken, dort seine Geräte zu finden, in die Küche zu klicken, dort die Steckdose zu finden und so weiter. Und dafür hat der All-in-One Creator Neo einen kleinen Assistenten eingebaut. Hier findet ihr den. Diese Fernbedienung hat noch keine Seiten. Klickt den einfach an, damit eine automatische Seitenstruktur erzeugt wird. Wir erzeugen uns jetzt eine Seitenstruktur für Flur, Garage, Küche und Wohnzimmer.
steht auch immer dahinter, wie viele Geräte in diesen Räumen vorhanden sind. Dann können wir wieder einen Skin auswählen. Aktuell haben wir nur diesen einen. Beenden das Ganze mit Weiter und Start und schon wird die Seitenstruktur erzeugt. Beginnend mit einer Indexseite, das müsst ihr euch wie die Startseite vorstellen. Und unter dieser Startseite sind dann Flur, Garage, Küche und Wohnzimmer zu finden. Ich klicke hier einmal auf die Indexseite und überprüfe meine Visualisierung über dieses kleine Icon, das ist die Vorschau. Und dann öffnet sich ein virtuelles Tablet und ich sehe derzeit die Startseite und kann von hier aus dann auf Flur klicken und gelange quasi auf die Unterseite Flur, in der ich meine Geräte platzieren kann. Das gleiche gilt natürlich für das Wohnzimmer. Auch hier kann ich reinklicken und wieder zurückgehen. Die Seiten sind allerdings aktuell noch leer, denn das ist eure Aufgabe, die mit Leben zu füllen. Ihr selbst entscheidet ja, welche Elemente ihr auf welcher Seite darstellen wollt. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, einzelne Elemente zu verschieben. Ich setze hier zum Beispiel mal das Wohnzimmer einfach nach unten und natürlich dann auch in den einzelnen Unterseiten eure Geräte und eure Funktionen zu platzieren. In der Küche beispielsweise haben wir ja jetzt diese Schaltsteckdose und dort möchte ich sie auch in meiner Visualisierung sehen. Wir gehen auf den Widget oder auf die Widgets, wählen einmal Geräte aus und können nun aus der Raumstruktur, die ja vom Access Point importiert worden ist, im Raum Küche die Schaltsteckdose einfach übertragen in unsere Oberfläche. Dann werden mir unterschiedlichste Designs angeboten. Wie soll dieses Gerät implementiert werden? Möchte ich vielleicht einfach nur einen Schalter haben, ein und aus? Oder möchte ich vielleicht die Energie messen? Dann habe ich hier ein Widget, das mir einfach die Leistung anzeigt, die an der Steckdose umgesetzt wird. Wir nehmen mal einfach erst zum Start einen ganz einfachen Schalter. Diesen hier, Schalter 1, importieren den. So, jetzt haben wir ein erstes Objekt in unserer Oberfläche und zwar in der Unterseite Küche platziert. Und das könnt ihr natürlich auch nach Belieben vergrößern und verkleinern. Das ist ein sogenanntes Gruppen-Widget. Das heißt, das besteht aus sehr vielen Einzelteilen und dieses Widget kann ich auch auflösen. Dann habe ich nämlich die Möglichkeit, die Schrift zum Beispiel zu entfernen und auch zu löschen. Ich habe die Möglichkeit, den Hintergrund in einer anderen Farbe zu wählen oder auch einfach zu löschen. Und übrig bleibt dann der einzelne Knopf, der nämlich die Steckdose ein- und ausschaltet. Probieren wir es mal direkt aus. Wir gehen wieder in die Vorschau. Jetzt seht ihr, aktuell leuchtet hier diese kleine Glühleuchte nicht. Stimmt, meine Leuchte hinter mir ist ausgeschaltet. Einmal draufgeklickt, dann geht das Licht an und hier in der Visualisierung wird das natürlich auch entsprechend dargestellt. Und das könnt ihr hier auch in der Homatic IP App nachvollziehen. Dort ist jetzt gerade der Status auf eingegangen. Jetzt schalte ich hier wieder aus und natürlich ändert sich der Status auch hier in meiner Homatic IP-App. Ja, falls euch auch zusätzlich vielleicht noch die Leistungsaufnahme eures Verbrauchers interessiert, können wir natürlich noch ein weiteres Widget hier in unsere Unterseite Küche einfügen. Geht dafür einfach wieder auf den Zauberstab, wählt die Küche aus, klickt auf die Schaltsteckdose und zieht diese in die Oberfläche hinein. Diesmal wählen wir halt nicht den Schalter, den wir schon zuvor integriert haben, sondern wir wählen einfach mal Stromzähler 4 zum Beispiel aus. Widget einfügen. So, auch hier haben wir es wieder mit einem Gruppen-Icon zu tun. Ein Widget besteht meistens aus sehr, sehr vielen Einzelteilen. Und ja, falls euch das so nicht gefällt, könnt ihr die Gruppe auflösen und zum Beispiel den Hintergrund entfernen und behaltet einfach nur hier diese drei Objekte, die aus einem Icon bestehen, die aus zwei Textobjekten bestehen und in den Fragezeichen wird jeweils die umgesetzte Leistung gemessen von der Schaltsteckdose angezeigt. Können wir auch hier nochmal kurz ausprobieren. Unsere Schaltsteckdose ist derzeit halt ausgeschaltet, wie ihr sehen könnt. Wir haben mit der Steckdose bereits 0,002 Wattstunden umgesetzt. Das ist also die Gesamt
der Gesamtstromverbrauch. Wie gesagt, entschuldigt den Begriff, eigentlich Umsatz, ja, weil Strom wird natürlich nicht verbraucht, sondern in Wärme umgesetzt. Und wir können dann, indem wir die Leuchte wieder einschalten und ein bisschen warten, es dauert immer einen kleinen Moment, bis die Leistungsdaten von der Cloud übertragen werden, dann hier auch feststellen, dass dort gleich ein Verbrauch erscheinen wird. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ja, neben diesen Widgets, die ihr nutzen könnt, gibt es auch noch eine andere Methode, denn ihr habt auch die Möglichkeit, jedes von euch einzeln erzeugte Objekt, zum Beispiel ein roter Farbkreis, mit einer Aktion zu belegen. Ich will euch mal zeigen, wie das funktioniert. Dafür geht ihr einfach auf einen Button beispielsweise, zieht diesen in die Oberfläche hinein und könnt jetzt hier ein Icon auswählen. Einfach auf den Bilderkatalog klicken, dann beispielsweise aus verschiedenen Kategorien wie Licht, Heizung, Garage, Audio beispielsweise auswählen oder nehmen wir doch tatsächlich mal das rote Farbfeld, einfach einen roten Farbkreis, vielleicht auch ein bisschen hübscher, hier so ein bisschen dreidimensional, übernehmen. So, jetzt haben wir hier quasi einen roten Farbkreis als Objekt. Da können wir noch den Hintergrund zu auswählen. Das ist hier jetzt im Hintergrund diese kleine Silhouette. Die können wir aber auch einfach entfernen. Dann ist es nur noch der Farbkreis. Wir können den Farbkreis auch ein bisschen größer gestalten. Und auf diesen Farbkreis legen wir uns jetzt eine Aktion, nämlich das Schalten eines Objektes unserer Steckdose. Wechselt dafür einfach, indem ihr auf das Icon klickt, in das Feld Aktion zuweisen. Und dort könnt ihr jetzt sagen, führe einen Befehl aus von einem Gerät im Raum Küche. So, und da haben wir jetzt beispielsweise die Schaltsteckdose und ich wähle aus, ob die Steckdose eingeschaltet werden soll über dieses Objekt, ob sie ausgeschaltet werden soll oder ob getoggelt werden soll, also ein, aus im Wechsel. Nehmen wir ruhig mal hier für einschalten, für das rote Farbfeld, entschuldigt, ausschalten. Rot bedeutet aus. Probieren wir es doch mal direkt aus. Meine Leuchte im Hintergrund ist ja im Moment noch an. Wir öffnen die Vorschau. Hier seht ihr übrigens, die Leistung meiner Leuchte beträgt 11,21 Watt. Und wenn ich nun auf den roten Farbkreis klicke, dann geht im Hintergrund die Leuchte aus. Einschalten geht darüber nicht, weil wir ja nur die Aktion Ausschalten festgelegt haben. Nun könnten wir aber ein zweites Farbfeld, zum Beispiel in Grün, erzeugen zum Einschalten. Ich kann dieses Farbfeld auch einfach kopieren. Steuerung C, Steuerung V, ein zweites Objekt anlegen. Über die Cursor-Tasten auf eurem PC könnt ihr das perfekt in Linie bringen zu dem vorherigen Objekt. Ihr seht hier, die Linien werden so ein bisschen magentafarben. Und wenn die magentafarben sind, ist es auf der gleichen Höhe. Und nun gehe ich auch hier wieder auf dem zweiten Objekt, auf Icon, wähle diesmal einen grünen Farbkreis zum Beispiel aus und sage als Aktion für dieses Objekt nicht ausschalten, sondern einschalten, übernehmen. Wieder öffne ich hier meine Vorschau und nun kann ich über den grünen Button einschalten und über den roten Button ausschalten. Ganz wie ihr mögt, könnt ihr das individuell gestalten. Wenn ihr nun zum Beispiel auch noch wissen wollt, in welchem Status ist denn gerade mein Gerät, dann kann man mit Statusregeln arbeiten. Hier beispielsweise ein Textfeld einbauen. Dieses Textfeld, ich ziehe es mal ein bisschen größer und wähle eine etwas größere Schriftart, damit ihr das besser erkennen könnt. Nehmen wir mal 24 als Schriftgröße. Können wir mit einem Status belegen. Und dieser Status referenziert sich auf ein Objekt. Und das könnte zum Beispiel unsere Schaltsteckdose sein. Suchen wir sie wieder heraus. Küche, Schaltsteckdose. Und dann haben wir hier zum Beispiel die Möglichkeit, den Status auszuwerten oder den Energieumsatz auszuwerten, auch den Gesamtenergieumsatz natürlich anzuzeigen. Das wird alles in dieses Textobjekt übertragen. Einmal auf Übernehmen klicken. Jetzt seht ihr, aktuell ist dann Fragezeichen. Aber wenn ich die Oberfläche jetzt nochmal starte, dann seht ihr, der aktuelle Status meines Objekts ist ausgeschaltet. So, und diese Statusregeln, die könnt ihr dann auch noch mit einem Präfix und einem Suffix beispielsweise beschriften. Präfix könnte sein
Schaltstatus, Doppelpunkt. So, dann würde quasi vor diesem referenzierten Objekt, vor dem Status, noch zusätzlich Schaltstatus stehen und das wäre aktuell off. Suffix bedeutet, was kommt noch hinter dem Wert? Wenn ihr nämlich zum Beispiel einen Dimmer habt, dann würde dort nicht ein und aus stehen, sondern 0 oder 100 oder auch 50. Und dann könntet ihr als Suffix noch Prozent dahinter setzen, damit dann die Angabe auch wirklich passgenau ist. Ja, ich will euch mal kurz zeigen, wie das aussehen würde, auch wenn es jetzt ein Schaltaktor ist. Aber dann hättet ihr hier jetzt off Prozent, also 0% stehen. Denkt vielleicht noch dran, dass ihr ein Leerzeichen dazwischen einfügt, damit das sich so ein bisschen entfernt hier von dem Status des Gerätes. Aber so habt ihr die Möglichkeit, euch selbst individuellste Fernbedienungen zu erstellen, Objekte mit Aktionen zu belegen oder aber auch den Status in ein Textobjekt zu schreiben oder aber auch vielleicht einfach ein Icon in Abhängigkeit des Statussymbols, des Status des Gerätes darzustellen. Also zum Beispiel, es soll ein rotes Farbfeld dargestellt werden, wenn die Steckdose aus ist und es soll ein grünes Statusfeld angezeigt werden, wenn die Steckdose eingeschaltet ist. Also es gibt ja unzählige Möglichkeiten. In diesem heutigen Tutorial wollen wir euch ja noch ein bisschen tiefer in die Welt von Mediola einführen. Und da bin ich immer ganz gerne beim Thema Pop-ups. Finde ich super spannend und super schön in Visualisierungen. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Man hat die Möglichkeit, quasi Pop-up-Seiten zu erzeugen. Das machen wir hier über dieses Objekt und ich nenne dieses Pop-up zum Beispiel Steckdose. Dann bitte eine Größe festlegen für das Pop-up. 400 x 200 Pixel ist hier völlig in Ordnung. Mit Erstellen schließen wir das ab. In dieses Pop-up, das wir hier jetzt erzeugt haben, ihr seht, das ist deutlich kleiner als die Standardseite, die wir zuvor hatten, fügen wir uns jetzt wieder ein Widget hinzu. Nehmen wir erneut ruhig die Steckdose, ziehen die hier rüber in unser Pop-up, nehmen wir meinetwegen diesen hier mit einem Ein- und einem Ausschalter. Da haben wir dann auch die Möglichkeit, natürlich den Hintergrund wieder zu löschen, indem wir die Gruppe einfach auflösen und den Hintergrund entfernen, vielleicht auch hier oben den Namen entfernen, aber die Objekte ein bisschen größer ziehen. So sieht das doch ganz hübsch aus. Und dieses Pop-up können wir jetzt zum Beispiel aus der Startseite unserer Visualisierung aufrufen. Wir könnten nämlich uns einen Button erzeugen, wie auch immer der aussehen mag. Nehmen wir uns mal irgendein bestimmtes Icon dafür. Was könnte es sein? Bedienung vielleicht? Gucken wir mal durch. Also ich habe mich da jetzt auch noch nicht festgelegt. Nehmen wir hier einfach das Play-Symbol. Völlig egal. So, jetzt haben wir so ein kleines Play-Symbol. Aktuell noch ohne Aktion. Da weisen wir jetzt eine Aktion zu. Und zwar diesmal nicht einen Befehl auszuführen, sondern ein Pop-up zu öffnen. Klicken wir drauf. Pop-up. Dann ein Pop-up auswählen. Aktuell haben wir nur eines erzeugt. Ihr könnt natürlich sehr, sehr viele Pop-ups anlegen. Und wir übertragen keine Daten zu diesem Pop-up. Dafür können wir allerdings in die Einstellungen des Pop-ups mal reinklicken. Denn hier könnt ihr festlegen, wo sich das Pop-up öffnen soll. In diesem Fall zentriert auf meiner Hauptseite. Gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Wir übernehmen das Ganze. Jetzt öffne ich meine Visualisierung wieder in der Vorschau, klicke hier unten auf mein soeben erzeugtes Icon und es öffnet sich direkt quasi in der Mitte meines Bildschirms ein Pop-up, über welches ich meine Steckdose ein- und ausschalten kann. Sobald ich in den Hintergrund klicke, geht es wieder weg. Und das kann man natürlich noch ein bisschen hübscher machen. Wieder gehen wir auf unser Icon, Aktion zuweisen. Wir gehen in die Einstellungen des Pop-ups, sagen weiterhin zentriert auf der Seite, das gefällt mir schon ganz gut, aber ich möchte vielleicht eine andere Hintergrundfarbe für mein Pop-up haben. In diesem Fall bleibe ich dabei. Ich möchte vielleicht eine Animation haben, ein langsames Einblenden und zwar über 1000 Millisekunden, entspricht einer Sekunde und es soll danach nach links wieder rausbewegt werden, innerhalb von 2 Sekunden. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, einen Rahmen um das Objekt hinzuzufügen. Zum Beispiel in der Rahmenfarbe weiß.
und mit abgerundeten Ecken, nehmen wir mal so ungefähr 2 Pixel und 4 Pixel. Belassen wir es mal dabei und klicken auf Übernehmen. Wieder übertragen wir die Daten, gehen in die Vorschau vom All-in-One Creator Neo, öffnen unser Pop-up und jetzt schaut mal, wie elegant sich das hier öffnet in unserer Visualisierung. Mit Rahmen, mit leicht abgerundeten Ecken. Weiterhin schalte ich hier ein und aus. Und wenn ich in den Hintergrund wieder zurückklicke, dann fliegt dieses Objekt langsam aus meiner Fernbedienung heraus. Also ihr seht, es gibt da noch andere Möglichkeiten als einen einfachen Seitenwechsel. Die Objekte hier oben, das sind einfache Seitenwechsel, die hier erzeugt worden sind vom System. Das heißt, hierüber wird einfach eine Aktion ausgeführt, wechsel die Seite auf die Unteransicht Flur, wohingegen dieses Icon jetzt mit einer Aktion Pop-up öffnen realisiert worden ist bzw. belegt worden ist. Es gibt ganze Fernbedienungen, so komplex die noch sein mögen, die bestehen nur aus einer Hauptseite und unzähligen Pop-ups. Das heißt, ich habe eigentlich eine statische Seite immer, mit der ich arbeite und öffne innerhalb dieser statischen Seite Pop-ups, die kommen in den Vordergrund, dort bediene ich meine Geräte und sobald ich wieder in den Hintergrund hinein tippe oder klicke, ja auf dem Smartphone oder auf dem Tablet, tippt ihr natürlich, geht wieder die Startseite der Homescreen wieder in den Vordergrund. Also Pop-ups, eine ganz, ganz schöne Variante der Visualisierung. Ja, und ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit für 2, 3 weitere Dinge zu Mediola, die ich euch gerne noch zeigen möchte. Wir haben hier so eine Werkzeugleiste. Schön finde ich immer noch, Datum und Uhrzeit mit einzupflegen. So habt ihr hier ein Objekt, das ihr natürlich in der Größe auch wieder variieren könnt. Zum Beispiel Schriftgröße 24 und immer quasi die aktuelle Uhrzeit, das aktuelle Datum mit in eurer Visualisierung. Ebenfalls können wir Homepages, Webseiten mit einbinden. Auch das möchte ich euch mal zeigen. Ziehen wir uns dieses Objekt einfach mal hier in die Oberfläche hinein. Das könnt ihr euch dann auch hier wieder frei skalieren. Und in diesem Bereich wird später eine individuelle Homepage, eine Website angezeigt. Probieren wir es aus. Zuweisen anklicken. Nun erstellen wir uns eine erste Website mit Plus. Wir nennen sie einfach mal Homatic IP. Denn ich werde euch gleich in dieser Visualisierung einfach unsere Homatic IP-Seite darstellen lassen. www.homatic-ip.com. Dann speichern wir diese Seite und klicken auf die Seite drauf und weisen sie zu. Jetzt ist in diesem Objekt die Webseite Homatic IP eingebettet und ihr habt sie quasi mit in eurer Visualisierung aufgeführt. Wirklich eine tolle Sache. Auch Kameras lassen sich über diesen Weg mit einbinden. Dafür gibt es Kameraobjekte beispielsweise. Und so habt ihr eine wahnsinnig große Vielfalt, eure Fernbedienung nach euren Maßgaben zu gestalten. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug in die Mediola-Welt gefallen. Die Kopplung zum Access Point, aber auch so ein bisschen die Individualisierung der Fernbedienung. Falls dem so ist, dann lasst uns gerne den Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und falls noch Fragen im Kopf rumschwirren, dann immer gerne damit in die Kommentare, damit wir diese beantworten können. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.